Hallo und es kommt zu nun einem ganz besonderen Replay. Ich habe England mit Hera gegen Heiliges Römisches Reich mit Mattis. Beides Top 100 Spieler und Hera kennt wahrscheinlich ganz viele aus Age of Empires 2, ja. Und das sind halt zwei Top Spieler. Und ich bin besonders interessiert in dem Spiel, einmal weil es relativ lange geht und dann vor allem, weil die Kombination habe ich jetzt in letzter Zeit fast überhaupt nicht mehr gesehen. Ja? Heiliges Römisches Reich, da haben wir viele Angst vor dem Prälatenbug, zu Recht wahrscheinlich auch. Ich habe den auch mal erlebt, das ist nicht witzig. Und dann, was jetzt aber für mich der besondere Teil hier zusätzlich noch ist, ja, um noch eine Null draufzusetzen, ist die Tatsache, dass halt gestern die Qualifier fürs Genesis-Turnier gemacht wurden. Das heißt, all diese Spieler hatten jetzt auch Zeit, sich mit dem neuen Meta auseinanderzusetzen, dem Competitive Meta. Nicht dem Meta, was auf einmal Meta 3, 4 Tage oder eine Woche vor Genesis war, ja, was dann auf einmal ein Meta war, was überhaupt nichts mit dem Spiel beim Genesis mehr zu tun hat im Gameplay. Also das heißt, jetzt sehen wir wahrscheinlich eine Anpassung an dieses Gameplay, und zwar von dem Rush weg, von den Raids weg, ein bisschen laut bei mir irgendwie, hin zu dem, ich baue erstmal eine Economy auf, ja, Gameplay. Was dann wahrscheinlich auch ein Stück weit vor allem das Heilige Römische Reich erklären könnte. Ich bin mal gespannt, ob wir das in dem Spiel umgesetzt sehen, ob das wirklich, ne, das Turnier irgendeinen Einfluss jetzt auf das aktuelle Meta hatte. Bedenkt, dass nächste Woche noch das Finale ist, also diese, wo die 8 jetzt aus dem Qualifier gegeneinander antreten. Und das heißt, die können das sich natürlich nicht alles erlauben, jetzt hier zu machen, die Spieler, ja, wenn sie dabei sind. Also Mattis ist, glaube ich, nicht dabei, aber Hera. Und ja, die können sich nicht alles erlauben. Aber wir. Da steht dann rum. Wir werden wahrscheinlich trotzdem, also die müssen ja irgendwie üben, die Spieler. Es geht ja keinen Weg dran vorbei. Ne? Sei die kaufen die zweite Spiel, machen Fake-Namen. Und von daher glaube ich schon, dass wir jetzt eben das sehen werden, das veränderte Gameplay, das veränderte Meta. Das ist immer so bei Turnieren, ne? Dass sie so ein neues Vorbild geben. Und ich bin schon gespannt drauf. So, der Prälat ist auch rausgekommen, das übliche Spiel halt. Ne? Dann geht man hier vorne auf Gold. Hera macht jetzt hier drei Leute, Mattis macht drei Leute auf Gold. Kann man gerne machen. Manche machen halt nur zwei. Da kommt sogar ein Vierter. Krass. Das Ding ist halt, je mehr Leute ihr auf Gold schickt, wenn das Heilige Römische Reich spielt, desto weniger Leute werden halt inspiriert hier vorne beim Futter sammeln. Ne? Und für gewöhnlich würde man halt zwischen zwei und maximal drei schicken. Und ich würde auch sagen, wenn man Prälaten hat, soll man tendenziell eher zwei schicken. Und er hat hier sogar vier geschickt. Er geht jetzt allerdings rüber, das habe ich schon sehr häufig gesehen, dass er den Prälaten einfach rüberschickt und dann deswegen mehr schickt. Ich bin aber nicht sicher, ob Gold der Bottleneck ist. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass Nahrung immer der Bottleneck ist fürs Aufsteigen. Jetzt nicht ins erste Zeitalter, obwohl es da tatsächlich teilweise auch ist. Na, ihr müsst ja, das Gold benutzt ihr im ersten Jahr in aller Regel nicht, aber die Nahrung benutzt ihr halt für die Bauern. Aber im zweiten Zeitalter auf jeden Fall. Also eigentlich ist Nahrung der größere Bottleneck. Es kann aber sein, wenn er mit den Schafen zu weit weg ist, das ist jetzt nicht unbedingt der Fall, der war gerade in der Basis. Man will es halt nicht buffen, weil dann die Schafe ausgehen, bevor die neuen Schafe kommen, ja? Aber in dem Fall war er ja sogar schon da gewesen mit den Schäfchen. Das war jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber er microt da jetzt die Hölle raus. Er hat jetzt die alle gemacht und jetzt macht er da oben die inspirieren. Also sie sammeln 40% schneller, wenn die inspiriert sind. Das ist jetzt so ein bisschen die Idee. Aber die Inspiration hält ja nicht ewig, ne? Also er sucht das Möglichste da rauszuholen. So, jetzt geht's los. Aachener Kapelle ist jetzt, glaube ich, nichts Neues. In dem Fall auch sehr schön platziert, weil wir eben Buff auf Gold, Holz und Nahrung sehen werden. Also ein besseres Slot hätte man wahrscheinlich nicht finden können dafür. Ist wirklich ein absoluter Traum, was er da spielt, der Mattis. Schon ein paar Spiele von dem gesehen. Ich war immer sehr beeindruckt von seinem Gameplay. Wie gesagt, viele haben halt nur ein bisschen Skrupel, den zu benutzen, weil manchmal benutzt halt, funktioniert das Inspirieren, das automatisch Inspirieren nicht mehr. Und ihr könnt das nicht manuell die ganze Zeit machen. Das ist einfach von der Steuerung nicht möglich. Es sei denn, ihr wollt auf Prälaten verzichten und nur in die Kapelle dann setzen daher. Und da schrecken, glaube ich, viele davor zurück, vor dem Patch das zu machen, den Prälaten zu spielen. Also beziehungsweise das Heilige Römische Reich dann eben zu spielen, weil der Prälat halt die Key-Einheit da ist. Ne? So, ja, hier läuft alles noch sehr, sehr typisch sonst ab. Gucken wir mal drüben, was Hera macht. Den Donau-Map natürlich wieder, mit dem großen Fluss. Ich habe schon gemerkt, dass bei Donau nicht viele Leute das mit der Nahrung hier haben wollen, diese Küstenfische. Man kann da ja einen Hafen hinbauen. Ich habe damit tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, da einfach einen Hafen hinzupflanzen. Zumal ihr auch ein Kriegsschiff dahin pflanzen könnt, das ja umsonst repariert wird am Hafen. Dann kann man schon mal einen Übergang sichern und dann eben sammeln. Ne? Das ist eigentlich eine ganz angenehme Geschichte. Die Map ist übrigens relativ groß, wenn ihr mal guckt. Ich glaube, dass das in der Rotation immer wieder gewechselt wird. Also man kann, jede Größe gibt es in zwei Größen. Also 1 gegen 1 gibt es ne, klein und winzig oder mittel, wie das heißt. Also auf jeden Fall jede 1 gegen 1, 2 gegen 2, jede Bracket gibt es in zwei Größen. Und wenn ihr die größere Größe habt, und das wird ja vorher mal angezeigt, dann macht es durchaus Sinn, mehr Economy sogar noch zu spielen. So, Ratshard ist nichts Weltbewegendes. Das ist immer noch Standard soweit. Jede Menge Holz brauchen wir für die langen Bögen. Und zwei Leute auf Gold, ne? Dass er so viel auf Gold geht, ich denke, dass er das auch sagen kann, dass er schwere Infanterie bauen will, weil die kosten 20 Gold das Stück. Kein Vermögen, aber man braucht halt ein bisschen mehr Gold, ne?
Der hat da eine Hütte hingebaut. Okidoki. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist mit der Hütte funktioniert das eigentlich nicht, dass er halt so eine Route baumelt für die Schnellreparatur. Tatsächlich wird das hier noch angezeigt. Also er hat. Ah, er hat es genau in die Kante geschafft. Okay, ich hatte gedacht, das wäre ein bisschen zu weit weg. Genau, die Schnellreparatur ist eine sehr OP-Fähigkeit, gerade wenn er einen Turm dahin pflanzt. Er will das vielleicht hier vorne bringen für eine Befestigung, aber wenn das jetzt so ist, kann er jetzt hier einen Turm hinpflanzen und mit Schnellreparatur ist er dann extrem beefy, ne? Also eine sehr schöne Idee von Mathis da. Stall. Ein Doppelstall. Sehr ungewöhnlich für das Heilige Römische Reich, hätte ich gedacht. Also hier haben wir halt keine Upgrades für Ritter, ne? die über die normalen Upgrades halt hinausgehen. Keine spezifischen. Die haben halt dafür drei Upgrades für Infanteristen, die andere nicht haben. Und von da ist es ja ungewöhnlich, dass man eben Doppelstall hier vorne sieht. Wahrscheinlich will er aber Reiter herstellen gegen die langen Bögen, ne? Die da vorne kommen. Genau, Reiter. Wie gesagt, die Tests haben ja ergeben, dass die Reiter wirklich gut funktionieren dagegen. Deswegen macht er auch keine Ritter. Vor allem will er nicht das Gold unnötig wahrscheinlich absammeln. Er braucht das ja näher für den Hochdecken. Die Infanterie-Tags, die drei Stück, das geht schon in die Kasse. Und dann brauchen wir eben Gold eben für die Infanteristen. So, die Bogenschützen kommen rüber. Nicht sicher, was ihn da geritten hat, einfach mal blind da reinzugehen. Also wenn die jetzt aufgedeckt werden, werden die niedergeritten. Ich bin nicht sicher, was Hera sich dabei gedacht hat bei dem Move. Und die werden ja gleich entdeckt, wenn die schießen. Also die Bogen sind eigentlich schon tot, die wissen es nur noch nicht. Also, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte gewesen. Ja, drei müssten eigentlich ausreichen. Die Speere kommen, jetzt kann man drüber rumreiten oder auch direkt rein, wenn man möchte. Einfach drüber rumreiten können, hätte ich gedacht, aber egal. Ja, aber trotzdem, also die sah eigentlich los, die Leute. Das ist natürlich jetzt sehr unnötig gewesen, hätte ich gesagt. Der Maikot das noch ein bisschen, aber wenn das jetzt von Mathis auch gemaikot wird, ne, zack, genau. Also, das ist, also ich wollte, ich habe, glaube ich, selber sogar mal ein Replay von mir gezeigt, wo man einfach nur, wo ich mal gezeigt habe, worum das nicht geht. Also, wo ich die losgeschickt habe, die wurden niedergeritten. Also, es geht halt einfach nicht, aus genau eben diesem Grund, weil ihr nicht wisst, ob der Gegner Reiter gemacht hat. Ne, wenn er die gemacht hat, passiert das hier. Und jetzt keine Spielentscheidung, aber acht Einheiten, nee, das waren ja nicht, das waren vier. Keine Ahnung, wie die anderen zusammenbekommen hat. Er hat doch jetzt nur vier Bogenschützen getötet. Ich habe jetzt keine Raid gesehen. Vielleicht war noch eine zweite Verstärkung da, die er abgefangen hat. Also das ist auf jeden Fall kein guter Start für Hera. Und war halt auch wirklich ein bisschen vorhersagbar. Also ich hätte jetzt auch nicht die Reiter erwartet, aber man kann ja nicht einfach hoffen, ja, wenn man auf einem hohen Niveau spielen will. Er hätte es ja scouten können ohne Probleme, bevor er da reingeht mit dem Bogenschützen. Er hat den Scout ja gehabt. Bögen. Gut, da hinterher reitet wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen risky. Wollt ihr irgendwas gerade nachgeguckt haben? Also Reiterpreis, ne, hier 120 und die Bögen, die werden zwar schneller gebaut, kosten auch nur 90. Dennoch ist es kein Tausch, den ihr machen wollt. Der, glaube ich, einen Reiter erwischt, ne, für vier Bögen. Schmiede. Ich vermute, der macht stärkere Bögen und vielleicht Nahkampf-Defense. Beides, um die Reiter ein bisschen mehr zu kontern, aber richtig kontern wird das trotzdem nicht. Ja, so muss man sagen, Mathis hat ihn halt jetzt eiskalt erwischt da an der Stelle. War aber auch wie ein Geschenk präsentiert, ne? So, jetzt kommen jetzt auch die Upgrades und Gegenbögen, ne? Und da tun die beiden Upgrades gegenseitig ausgleichen. Ist ja alles plus eins. So, jetzt kurz rausgegangen, um den Reiter zu heilen, ne? Geht dann auf Kosten der Wirtschaft ein bisschen. Ist die Frage, ob es halt mehr lohnt, ne? Aber wenn er halt vielleicht kurz rein und raus hüpft, dann kriegen die ihren Buff sofort wieder, wenn es ausgeht. Rein, raus, ne? Und dann wieder heilen. Und spart halt 120 Ressourcen, wenn er später stirbt. Er hat das Upgrade gemacht zum Vieh sammeln. Habe ich lange nicht mehr gesehen, wie viele Leute das machen. Und dann eben auch entsprechend Speer dazu gebaut. Holla, was wird das denn für eine Aktion? Das sind viel zu viele Gegner. Plus, da ist jetzt auch noch ein Speer bei. Oh, falsch schon angeschossen. Ich habe jetzt den ganzen Kampf nicht gesehen, aber der wurde da sehr hart überrascht. Er hat halt drei Speer, aber er benutzt sie jetzt nur zum Sammeln. Ne? Klar, muss natürlich für die Wirtschaft sein. Jetzt sind sie auf K. Und davon abgesehen, müsste er vielleicht mal gucken gehen, was Sache ist damit. Wir können mal wieder einfach mal aus der Sicht anmachen. Keiner scheint die Expansion gehen zu wollen. Er hat ja auch keine zweite gebaut eben. Ich hatte jetzt keine zweite gesehen auf der Map. Also beide gehen wirklich auf einen harten Kampf. Das Meta jetzt vom Turnier war ja schnelle Expansion. Das scheint aber hier nicht der Fall zu sein. Jetzt kommt wieder die Kite mit dem Bogenschützen. Also die Armee sollte eigentlich ausreichen, denn schwere Infanteristen gemacht, um die Speere zu bekämpfen. Also das, was eigentlich schon immer Meta war, dass man halt zwei Einheitentypen nimmt und dann noch einen Gegner rauf fährt. Aber es sieht so aus, als ob er zu wenig Truppen gebracht hätte.
Die Bögen holen jetzt tatsächlich hier ein paar Reiter ab. Das war nicht ganz optimal. Das Problem ist halt, dass seine Verstärkungen nicht so stark mitgekämpft haben, ne? Trotzdem, also 14 zu 4 hat sich immer noch für ihn gelohnt. Der scheint die Bogenschützen kurz. Also die kosten jetzt auch weniger als ein Reiter, aber trotzdem nicht im 14 zu 4 Verhältnis. Also der scheint hier sehr gut dabei zu sein, der Mattis. Ist halt die natürliche Hardcounter, muss man halt so sagen auch. Und die schweren Infanteristen werden es den Bogenschützen jetzt noch schwieriger machen. Weil die mit den Speeren kann er jetzt nichts mehr anfangen, der Herer, ne? Die kann er sich jetzt ein großes Eis drauf packen. Er kann die halt in seine Bögen stellen und dann lässt mal die Infanterie kurz vorgehen. Die Reiter kann er immer noch später nachziehen. Weil die schwere Infanterie, die nimmt halt wirklich fast gar keine Schäden von den Bögen, ne? Das dauert Ewigkeiten, die down zu kriegen. Da kann man gerne mit den Reitern ein bisschen warten und die das tanken lassen, ne? Und ja, das ist halt eine Lösung. Und dann kann man von der anderen Seite mit den Reitern kommen. Den Healer hat er jetzt verzichtet. Ne, er macht es immer wieder. Schönes Micro von Mattis. Guter Spieler. Genau, also wie gesagt, die Bögen hier, ne? Guck mal, die ganze Horde hat da was, 10% Schaden an dem gemacht oder so, gefühlt. Also, wenn der Mattis wollte, könnte er wahrscheinlich mit der Armee ein bisschen weiter rauspushen. Die Frage ist ja, was er jetzt machen möchte. Also, er baut jetzt hier weiter. Also, das bedeutet ja, dass er nicht auf die Expansion gehen will, wenn ich das richtig sehe. Ich habe auch noch keine Steine gesehen, die er abbaut. Man muss auch sagen, die nächste Expansion, die er hat, das ist ja in aller Regel, baut man da die Kathedrale, wo man die Relikte reinpackt, da muss man ein bisschen über die Map laufen. Vielleicht hätte er das Krupel vor. Ich würde tatsächlich sagen, dass es sich aber noch lohnt, weil die sind ja alle drei auf seiner Seite, die Relikte. Und er hat halt jetzt gerade, glaube ich, auch eine ganz gut starke Armee und vor allem die schnellere Armee und drei Scouts, sodass er eben den Weg auch scouten könnte, um die Relikte einzusammeln, ne, für den Prälaten. Also die Kathedrale wäre, glaube ich, nicht die schlechteste Lösung zu bauen. Und wenn man dann aufs vierte Zeitalter geht, das ist natürlich absolute Zukunftsmusik, dann kriegt man natürlich dieses, und das machen manche auch ausschließlich so, das Dorfzentrum, was eben 75% schneller baut und preiswerter, dann gibt es einen richtigen Sprung. Das ist tatsächlich auch eine Metastrategie bis zu einem gewissen Teil, weil ihr auf die Steine verzichten könnt, dass man sagt, man verzichtet auf die Expansion. Habe ich bei Heiligen Römischen Reichsspielern schon sehr häufig gesehen, auch ein paar Mal selber ausprobiert. Ist wirklich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, kommt daraus. Aber man muss natürlich dann die Zeitalter rushen, ne? Und das ist halt die Frage, ob er das hier macht. 20 auf Nahrung, sieht sogar so aus. Man braucht halt Nahrung und Gold dafür. Aber dafür hat er noch ein bisschen viel Holz und ein bisschen wenig Gold in Summe. Und Nahrung, naja gut, geht deswegen den Einheiten weg. Pferde kosten halt. Das geht einmal kurz rüber. Hat die Kavallerie zu Hause gelassen. Wir haben es halt auch wieder gesagt, getestet. Ihr könnt mit denen die Infanteristen und die Bogenschützen nicht einholen, ja. Ihr könnt bestimmen, wo ihr angreift, ihr könnt die aber nicht einholen. Also wenn ihr jetzt einen Ramburg baut und pushen will, wäre das eine andere Geschichte. Auch hier mal kurz raiden, ja, kurz die Bauern verjagen. Ihr Massaker! Hat aber keinen einzigen erwischt und dafür was verloren. Wie gesagt, er hätte sich überlegen können, eventuell mit dem Rambock zu machen. Der Vorteil des Ramboks ist halt, dass er sich auch reinsetzen kann. Wenn die auf Fackelrange rauskommen, geht er raus und tötet die, ne? Kostet allerdings 300 Holz, ist natürlich auch ein Investment. Also die Raid, die war jetzt so ein bisschen halbherzig. Und er hat ja die gesamte Kavallerie irgendwie, also gut, die gesamte, drei tote Reiter oder so, nicht mitgenommen. Naja, also was würde man denn machen so in der Spielsituation? Also wenn ich realisiert hätte, dass ich 17 zu 5 führe bei dem Töten, hätte ich wahrscheinlich jetzt, glaube ich, auch hart auf Push weitergesetzt, weil das einfach, ne, 10 Mann auf dem Feld Unterschied sind 10 Mann Unterschied. Und da ist die Kavallerie gewesen. Vielleicht wollte er auch nur die rausziehen, damit die Kavallerie von hinten Bauern niederreitet. Aber trotzdem, mit dem Ergebnis und weil er die Hardcounter-Einheiten ganz gut hat, ich hätte wahrscheinlich ihm empfohlen, eher nochmal Druck auszuüben stark. Und er hätte ja auch zwei Ramböcke leisten können, um nochmal extra Druck zu machen. Und das hätte ihm mal die Zeit erkauft, ne, der ganze Druck, um hier in Ruhe die Ressourcen zu holen, um eben dann Zeitalter-Rush zu machen. Ich meine, es klappt so sicher auch. Ich bin nur nicht sicher, ob es die richtige Strategie war. Also er investiert ja heftig in eine Armee. Ich meine, unglaublich heftig. Aber er setzt sie jetzt nicht heftig ein. So sind die Reiter leider am Arsch der Welt, wenn es hier Party gibt. Genau, nach links. Der Punkt ist halt, er kann nicht gerusht werden, solange er halt die ganzen Kämpfer hat. Also wenn jemand mit dem Ramburg da rein will, man braucht den Ramburg für den Rush. Die müssen ja beim Ramburg auf der Stelle kämpfen und das ist halt, ne, not gonna happen hier. Wo sind die ganzen Speere vor dir hin? Willst du es jetzt ohne Speere machen? Wenn jetzt gleich die Reiter kommen, noch Bogenschützen, dann gibt es ein Massaker. Die sollten jetzt allerdings die Bogenschützen rein donnern. Ja, es wird hier ein bisschen knapp gerade. Ja, mit dem Kiten ist halt schwierig, weswegen ich halt auch gesagt habe, wenn man auf einen Punkt kämpft, wo der Gegner verteidigen muss, das ist die Basis in aller Regel, ja, dann hätte man, glaube ich, hier doch ein ganzes Stück besser abgeschnitten. Alternativ kann man immer noch einfach einen Ramburg machen, sich da reinsetzen, so einen Ramburg wie ein Panzer da langfahren. Dann kriegt man keinen Pfeilschaden.
Aber ja, also ich sehe noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Jetzt macht es halt nochmal nach links und hofft, dass die Kavallerie da reinkommt. Mal sehen. Ist halt ein bisschen wenig Reiter für die Geschichte. Also ich glaube, doppelt so viel Reiter und halb so viele schwere Infanteristen wäre massiv besser für ihn gewesen. Das Ratio hier macht es einfach schwierig, die zu kiten. Das Kiten zu umgehen von denen, ne? Dann sind die Reiter gleich alle tot und jetzt kann er nur wieder weggehen. Und verliert jetzt Unmengen Einheiten ohne Effekt, ne? Das bringt halt nichts. Also, die können in Ewigkeit dann auch nochmal einen Schuss abgeben. Jetzt pickt er wahrscheinlich die falschen Ziele. Okay, ich wollte sagen, jetzt pickt er Ziele. Okay. Also, das war aber auch. Also, was hatte denn da warte, wie der Kampf ausgehen soll? Die vier Reiter waren massiv zu wenig. Die schwere Infanterie kann am Kampf nicht teilnehmen auf offenem Gelände, wo der Gegner laufen kann. Es geht nicht. Also es war jetzt ein bisschen überraschend, seine Aktion. So, jetzt kommt die Recknitz-Kathedrale, wo er jetzt die Relikte einpacken möchte. Aber er verliert halt langsam so ein bisschen die Möglichkeit, sich frei auf der Map zu bewegen. Warum baut er so viel Infanteristen? Die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit, die zu benutzen, ist halt, auf die gegnerische Basis zu gehen, auf irgendeinen Stützpunkt. Und genau das will er ja aus irgendeinem Grund nicht machen. Und da ist das die falsche Einheit im Moment, ne? So, Zeitalter. Also selbst wenn den Speed-Bonus nachher taggt, der übrigens verbuggt werden soll, sagen manche Leute. Ich habe vorhin gelesen, mit dem Tag den Speed-Bonus sind die danach langsamer als vorher. Habe ich persönlich noch nicht getestet. So, jetzt geht's hier los, die Reiter kommen wieder. Aber drei Reiter ist jetzt nicht die große Hausnummer, oder? Das ist zu zaghaft. Trotzdem, aus irgendeinem Grund hat der Engländer gesagt, lässt seine schwere Infanterie zum Sterben zurück. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Man sieht das Ergebnis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mann gegen einen verloren oder gegen zwei. Also ich war katastrophal. Ich vermute, es war ein Mikroproblem, weil dass die Schlacht nicht gegen die Kämpfer gewinnen können, war klar. Und surrounded war, glaube ich, nur einer gewesen. Oh, Backe, es hat er wieder aufgeholt. Trotzdem, die schwere Infanterie, also für eine offene Feldschlacht, wo der Gegner entscheidet, ob er kämpfen möchte oder nicht, ist definitiv die falsche Einheit. Nicht halb falsch, nicht fast falsch, sondern 100% falsch. Das Massaker war halt nur, weil der Engländer sich in Unterzahl zum Kampf gestellt hat, aus welchem Grund auch immer. Wenn er zumindest damit auf diese Stützpunkte gehen würde hier, dass er mal so ein Ding einreißt oder so. So. Der Wolf will mitmachen. Aber überlebt er, die machen nicht so viel Schaden. Bogenschütze. Das macht schon ganz gut Sicht, ne, diese Hütte hier vorne. Scouts. Die Bogenarmee ist wieder in die Basis gelaufen, offensichtlich. Ist auch schon gut angeschlagen. Gucken, ob der gleich auch mal einen Heiler losschickt, aber wahrscheinlich lohnt sich das auch gar nicht dafür. Jetzt hat das Micro wieder nicht hinbekommen, wieder, weil es gibt keinen Grund, dass die sterben, die können davonlaufen. Wieder zwei Mann zum Teufel. Naja gut, also dieses Ergebnis von ne, plus 6 Kills, ich bin ja nicht sicher, ob das wirklich verdient war, wenn man die Einheitenkomposition anguckt. Ich glaube wirklich, dass das Micro-Probleme von Hera bisher waren, zum Großteil. So leid mir das tut ja zu sagen. Ich will das nicht schmälern, die Leistung für die Spieler sind ja Top-Spieler beides, ne, aber die werden ja nie weggesteuert, obwohl die rauslaufen könnten. Kann man, glaube ich, nicht unter den Teppich kehren. So, jetzt müsste er eigentlich 600 Gold noch rankarren. Ne? 1200 Nahrung hat er ja schon. Und dann könnte er hingehen und halt jetzt das nächste Wunder bauen. Ah, 2400 Nahrung war das. Okay, er braucht trotzdem. Ach, 600, wo bin ich denn? 1200 und 600 ist das dritte Zeitalter, ist im vierten. Also, ist noch eine riesen Hausnummer. Aber wenn er halt das vierte macht, dann explodiert halt seine Economy. Ne? Und ich sehe halt hier keine entscheidenden Schlachten in der nächsten Zeit kommen. So, jetzt wieder ganz kurz. Hier geht es in Teilarmee kämpfen, wenn den anderen Teilarmee hier Picknick feiert. Was das halt bedeutet, ist, dass wenn der Gegner in der ganzen Armee kommt, dass man sich entscheiden kann. Also, man kämpft halt da oder da in Unterzahl, aber man kämpft in Unterzahl. Das ist nichts, was ich supporten würde von der Grundidee. Was haben wir denn in Punkten? Punktanzahl, Mattes führt angeblich ganz heftig, aber da würde ich jetzt nicht so viel drauf setzen, auf solche Zahlen. Hera scheint ein sehr solides Einkommen zu haben. Man tickt hier über ein bisschen höher, fehlt aber eine ganze Reihe an Gold. Können wir aufdecken. Der Königspalast, Wirtschaftszeichen. Ist ein Dorfzentrum, ne? Glaube ich. Da braucht man einfach nur ganz normal, ohne Rabatt, ohne alles. Ne? Das ist ein ganz normales Dorfzentrum. Aber braucht halt keine Steine. Und die Bauarbeiter, die brauchen jetzt erstmal ein Grab. Also vielleicht brauchen sie doch Steine. Grabsteine, okay. Lassen wir das. So, ja, da sind sie jetzt drin. Hat auch nicht mehr Lebenspunkte oder so, ne? Kann ich gar nicht anklicken, ist irgendein Grund. Da, 2500 und ein Dorfzentrum hat auch 2500 vermute ich. Warum waren die denn da drin, die Feiglinge? Kannst irgendwie nicht markieren, solange ein Soldat drin ist.
Na gut. Siebentausend hat ein Dorfzentrum. Also ist das nicht so wie ein Dorfzentrum. Das macht, was ein Dorfzentrum macht, nur eben mit extrem weniger Leben. Das habe ich auch nicht geahnt. Also das ist überhaupt nicht beefy. Dann lieber das einreißen. Aber sonst hat es, glaube ich, keine Boni. Immer noch überrascht, dass keiner von denen Schiff bauen wollte. Also das ist ja nicht die größte Ausbeutung der Welt, ja, keine Frage. Aber stellt euch mal vor, ihr habt hier einfach ein Schiff stehen, was auch mit Reparatur ist, und das schießt eine Kanone auf die Übergänge. Ist nicht so super beweglich, ne? Ist auch nicht die beste Einheit, aber das Schiff kann hier durchfahren zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass es geblockt wird, nur weil hier kannst du nicht durch. Genau, das war der Prälat, ne? Der wollte wohl gerade das Relikt holen. Das war halt dieses Beweglichkeitsproblem, was ich sage. Aber hätte er seine Truppen zusammengezogen, hier die ganzen Ritter, die jetzt irgendwie aufgeteilt sind, dann hätten die ja den Prälaten dahin begleiten können. Man sieht jetzt hier das Upgrade, ne? Er hat jetzt hier diese komische Axt da geholt, ja? Also die haben halt zwei Up... Was ist er denn? Doch, Axt steht da sogar. Die haben zwei Upgrades. Es gibt diese, diesen Zweihänder und den Streitkolben. Und der hat sich jetzt für den Zweihänder ausschließlich entschieden. Der Unterschied zwischen den beiden Upgrades ist... Ich weiß nicht, man sieht es gerade gar nicht angezeigt, ne? Ich meine, da steht jetzt Axt. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch, weil ihr... Na gut, das sieht halt eben aus wie eine Axt dann. Also eigentlich, wenn ihr erst den Streitkolben macht und dann den Zweihänder macht, dann habt ihr beim Streitkolben erst plus 6 gegen Schwere und dann mit dem Zweihänder plus 3 gegen Gepanzert. Wenn ihr nur einen Zweihänder macht, kriegt ihr wohl gar keinen Bonus und habt nur einen Overall mehr Schaden, der hier hochgeht auf 15, ne? Bei den Engländern gibt es übrigens auch Infanterie-Upgrades, die auf Rüstung gehen. So, der hat jetzt zum Beispiel 12, aber die können Rüstungs-Upgrades freischalten, die Engländer. Ich glaube, plus 2 oder plus 3 Rüstung. Der hat jetzt 5 Nahkampfrüstung, der Engländer, und der hat 4. Das ist natürlich auch eine Tech-Frage. Ja, der wird ja fleißig gehackt. Ich glaube aber, er würde sich schon lohnen, wenn er den Streitkolben freischaltet. Die kriegen dann einen Zweihänder-Streitkolben, der sie eben ganz gut da durchhackt, ne, durch alles. Trotzdem, also von den Kämpfen her, dass die schwere Infanterie der Engländer sagt, die möchte das fighten, ist schon eine spannende Geschichte. Aber die englische Infanterie könnt ihr auf jeden Fall tanky machen durch Rüstung. Und das ist eigentlich die Idee, damit die Bogenschützen einfach mehr Zeit zum Schießen haben. Das Problem ist nur, dass die eben, wenn die gleich den Streitkolben ausgeben, also mit der Axt geht es ja anscheinend auch, aber den Streitkolben ausgeben, was sie durch die Rüstung besonders effizient schlagen. Ne? Ich glaube trotzdem, wenn die schwere Infanterie kommt, wenn ihr nur einen Streitkolben macht, kriegt ihr plus 6 gegen eben schwere Infanterie. Und wenn ihr es halt dann mit Zweihänder macht, dann habt ihr den Zweihänder Streitkolben, der nur noch plus 3 ringt, aber gegen Armut dann und in Summe dann am meisten ist. Ne? Aber das ist die Frage, was euer Gegnertyp ist. Da gehen sie wieder. Ja, also er hat jetzt wieder hart gewonnen. Man muss es aber auch wieder sagen hier an der Stelle, dass der Engländer immer wieder Nahkampfschlachten führt, Infanterie gegen Infanterie, die ja alle haushoch verliert. Ne? Das war jetzt das dritte Mal, dass er in eine Nahkampfschlacht gegangen ist, ne? Schwerinfanterie, in Unterzahl mit weniger Upgrades. Ich verstehe nicht, was der sich dabei denkt, der Herr. Also ich vermute einfach mal, dass der sagt, seine Bogenschützen, die gleichen das halt aus, ja, die Verluste. Aber gegen schwere Infanterie, man sieht es ja, die kommen durch die Rüstung nicht durch, das funktioniert nicht. Und jetzt hat er aber die Lösung gefunden. Ne? Dritte Zeitalter, Belagerungswerkstatt, Mangel für Flächenschaden. Das heißt also, jetzt kann die schwere Infanterie nicht mehr einfach so ranlaufen, wie sie möchte. Er hat jetzt zwei Blobs gebildet. Also das ist der Blob of Doom hier, oder was gleich. Zwei Blobs, das sieht man selten. Wahrscheinlich würde hier Ausfächern jetzt ein bisschen Sinn machen. Kurz zu Prälaten gehen wir wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ja, die Belagerungsmaschine muss er irgendwie ausschalten, also da wäre schon gut, wenn man vielleicht eine Route baut. Ja, Belagerungszeitalter heißt halt Belagerungsmaschinen bauen. Guck gerade, ich suche gerade die Universität. Dorfzentrum. Viele Zeitalter sind wahrscheinlich zu teuer, da möchte ich jetzt einen Sack zumachen. Ich bin mal gespannt mit der Mange, ob das funktioniert. Also die funktionieren schon, aber die Frage ist halt, ne, ob er auch reinläuft mit der schweren Infanterie. Das Ding ist halt, dass die Mangen nicht wegkommen. Also die nächste Schlacht, die der Engländer sucht, da heißt es halt Stand and Fight. Ne? Die Mangen laufen nicht weg von der schweren Infanterie. Den Kampf muss er dann gewinnen. Und das könnte ein bisschen tricky werden, weil im Moment sehe ich halt die schwere Infanterie. Jetzt ganz kurz, wir können ja mal seine Sicht anmachen. Wenn der jetzt die auf die eine Seite der Brücke bringt und die andere Gruppe es rechtzeitig auf die andere Seite schafft, dann sackt er die Armee ein. Die ist allerdings extrem weit weg, muss man sagen. Und der verzögert jetzt wahrscheinlich auch, bis sie in die Richtung kommt. Mal gucken. Oder er will den Kampf gar nicht machen. Und möchte jetzt mit der einfach in die Basis raiden. Das heißt, sie waren mehr als Lockvogel gedacht, ja.
Ja, sieht so aus. Die Engelsteinmeer geht auch gerade wieder zurück, weil er gerade die Basis einreißt. Hat kein Ramburg mitgebracht. Macht es jetzt einfach so, aber reicht anscheinend auch. Weil wir gerade gelernt haben, ist das Ding überhaupt nicht tanky, das Dorfzentrum. Und von daher räumt er das jetzt einfach zack weg. Sehr schön. Kann aber easy peasy wieder repariert werden. Aber ist natürlich, ne, das arbeitet in der Zeit ja nicht. Und er hat natürlich ein paar Arbeiter erwischt. Also hier ganz ordentlich von der Zahl. Jetzt muss er trotzdem überlegen, gleich kommen die Mangenschüsse. Und er geht es auch schon. Gucken wir mal gerade. 71 Economy. Und bei Hera 67. Mangenschüsse. Oh, die sieht er nicht kommen. Die sieht er nicht kommen, oder? Die bauen sie wahrscheinlich gerade hier unten irgendwo auf. Da würde ich nicht hinlaufen, mein Freund. Jetzt greedy sein wäre nicht die beste Idee des Tages. Zwei Mangenschüsse können die halt alle Half-Life machen und die Half-Life-Typen schon töten wahrscheinlich. Ja, aber hat er auch realisiert und lässt sich nicht da reinlocken. Ja, also das hat sich jetzt echt gelohnt, das Aufteilen. Also Kompliment, ne? Da hat er mich jetzt auch mit überrascht mit der Strategie. Die Armee sah groß genug aus, um zu sagen, jetzt teilt er sich auch wegen der Mangel, groß genug, um eben zu locken, dass man das Gefühl hat, das war die ganze Armee. Und das hat ihn jetzt ein Stück seiner Basis gekostet, und zwar ein wichtiges Stück. Also richtig klasse gespielt von Mattis. Er muss ihn nur ein bisschen rankommen lassen, weil die Mangen nicht schnell sind. Noch ein Stück, also hier kann er auf jeden Fall fighten, denke ich. So zwei, drei Schlagabtäusche. Täusche? Tausche? Kopf, Kopf, schade. Da würde ich jetzt, wie gesagt, nicht hinlaufen. Ja, zu lang darf ich nicht verzögern. Oh, jetzt hämmert's. Jetzt hämmert's. Tot. Die Frage, ob er die in die Mangel nehmen möchte, sieht jetzt nicht so aus, weil er hätte mit der Infanterie schon lange, jetzt macht das auch, rüberkommen können. Also er weiß, wenn hier die Armee ist, dass hier die Mangen sein müssen. Ja, ich mach gerade mal an. Hätte gedacht. Also ganz kurz, der sucht jetzt die Feldschlacht ohne die Mangen. Also jetzt ganz kurz die Überlegung, die Mattis wahrscheinlich hat. Dieselbe, die ich nämlich gerade auch hatte. Die Mangen müssen bei der Feldschlacht dabei sein, sonst werden in der Feldschlacht mal gemassakert, die Leute hier. Und deswegen kommt der jetzt von hinten. Aus irgendeinem Grund hat der Engländer gesagt, ist ihm zu tricky, wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir von hinten kommen. Entscheidet sich aber in Unterzahl, die Feldschlacht zu führen. Also der Move von Hera, der war jetzt, glaube ich, sehr hardcore gefährlich. Ne? Wir können jetzt mal aus Heras Sicht jetzt machen. Er weiß halt nicht, wo die zweite Armee ist, aber wo soll die denn bitte sein, wenn er den nach oben lockt? Oh, schön, schön. Jetzt tut der Mattis hier aufräumen. Der verzögert jetzt ein Stück weit. Ich meine, wenn er wegläuft, laufen die auch nicht schneller ran. Von daher weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht will er einfach nur mehr Fläche zwischen sich und die Dings bringen. Da vorne haben wir auch einen mit einem Landsknecht. Und direkt weg der Landsknecht. Das lohnt sich halt nie. Der mischt die dabei, das sagen viele. Meine Erfahrung ist, dass die einfach angeklickt sind und sofort weg sind alle. Also das ist nicht so, die gelbe Hose daraus so nicht so schwer. Ja, meine Freunde, seid ihr tot. Er sucht halt hinter die zu laufen zum Blocken ein bisschen. Klappt nicht immer. Klappt eigentlich fast gar nicht. Aber er hat ein paar umzingelt. Ja, und die Nahkämpfer natürlich wieder alle getötet. Zum vierten Mal, glaube ich, inzwischen. Ja, und das ist, glaube ich, ein sehr deutliches Ergebnis. Also die einzige Chance, die Hera gehabt hat, war halt wirklich mit den Mangen zu arbeiten. Und dafür, dass nicht da oben laufen dürfen so weit. Und sorry, aber war alles falsch. Muss man leider sagen, ja. Und ja, ich spiele schlechter als Hera, mit absoluter Sicherheit. Aber muss trotzdem sagen, auch mit der Sicht von Hera, muss es eigentlich klar gewesen sein, dass das niemals hätte funktionieren können, was er da gemacht hat. Ne? Die Armee ohne die Belagerungswaffen loszuschicken. Und selbst mit losschicken wäre auch Selbstmord gewesen, weil er weiß, dass eine zweite Armee hinter ihm war. Also er hätte einfach Economy wahrscheinlich an der Stelle weiterspielen sollen. Oder halt eben einen Fight forcen, wo die Belagerungswaffen benutzen kann, ohne dass sie geflankt werden. Ob er sich davon jetzt noch erholt? Also die Mangen, wenn die alle gleichzeitig auf den Blob schießen, geht der schon down. Also es ist nicht ganz vorbei. Aber er muss mit denen auch treffen und vor allem muss er damit rechnen, weil die Mangen ja sichtbar waren. Dass halt Mattis jetzt auf jeden Fall auch die Counterbelagerung macht. Ja, also da sind auf jeden Fall auch Rutten bei gleich. Rote gegen Rote. Man muss wissen bei den Engländern, die Engländer haben keine, bevor ich jetzt hier was verpasse, ich zeige es euch kurz, die haben keine Kanone, die Engländer, in ihren Belagerungswerkstätten. Die haben dafür das, um Gottes Willen, Ribaldequin. Das ist halt so ein Mini-MG, wenn ihr wollt, ja, mit super Short Range. Da könnt ihr Belagerungswaffen beschützen, wenn jemand ranreitet, wird dann MG abgefeuert, könnte man sagen. Das Problem ist halt, dass die super Short Range sind. Während die anderen Fraktionen, oder viele, nicht alle, aber die, ne, viele, und das Heilige Römische Reich hat dann eben Kanonen, die halt die bessere Rutte sind. Und wenn halt jetzt Mattis die Kanonen baut, dann wird das alles in Stücke einfach geschossen, ohne jedes Problem. Und die Kanonen brauchen wir noch nicht mal aufstellen, die schießen einfach aus der Bewegung, ja? Also, die müssen schon stehen bleiben, aber die schießen.
Der baut da oben Felder. Okay. Da jetzt sich entschieden, Rutten zu bauen. An der Stelle möchte ich nur ganz kurz wissen, ihn will nicht verpassen. Warum hast du jetzt Rutten gebaut? Ach, das war dir zu teuer, dem hat noch 100 Gold gefehlt. Aber die Feldschlange ist natürlich um Längen besser als die Rutte, wie das er davor hat, ne? Also um Belagerungswaffen zu bekämpfen. Ist übrigens fast immun gegen den Fernkampf, also brauche ich jetzt keinen Gedanken machen, wenn die da so aufschießen. Es sei denn, die machen das den ganzen Tag. Nimmt das aber ein Ende hier noch? Okay. So, und jetzt kommen die Mangen rein. Au, Backe. So, wo ist denn jetzt wieder die zweite Armee? Sekunde. Die ist jetzt da oben. Okay. Dann muss er den Kampf natürlich disengagen, keine Frage. Okay, er hat jetzt seine Belagerungswaffen bis auf eine eingebüßt. Und also er hat dann seine zweite Armee diesmal, ich weiß nicht genau, was er da besucht hat. Wahrscheinlich wieder eine Flankenaktion. So, jetzt kommen die aber alle low-life, also die Mange da. Die schöne Infanterie, die schöne Infanterie. Ah, dem hat übrigens den größten Streitkolben ausgegeben. Ich zeig's mal gerade, für das hier untergeht. 3 gegen gepanzert ist das jetzt. Aber wie gesagt, man kann auch 6 gegen schwere Infanterie bekommen, wenn man möchte. Da muss man die Abwehr anders vergeben und hat dann weniger normalen Schaden. Ja, und jetzt umzingelt, jetzt macht er ein All-In und das wird jetzt, ne, die Belagerungsmaschinen werden die Kills nicht mehr ausreichend schaffen. Also jetzt sackt er die gesamte englische Armee ein. Die war aber auch sehr unterlegen, als sie kam. Das war halt ein All-In, ne? Ich glaube, dass Hera das aber auch an der Stelle wahrscheinlich geahnt hat. Trotzdem war es auch eine schöne Aktion, weil die Hälfte der Armee halt gerade auf Tour war. Also wäre die jetzt wirklich in die englische Basis gelaufen, hätte er vielleicht den Teil seiner Armee verloren. Vielleicht hätte es einen Unterschied bedeutet. Also ein schönes Spiel, definitiv. Ja, da fliegen noch Pfeile. Ich zeige gerade die Statistik. So, hier haben wir die Statistik vom Spiel. Ich muss sie mal rausfischen danach. Das ist ein bisschen dumm gemacht, leider. So, also Zeitalter vorausgehen, Kämpfe hier weiter. Also da war eigentlich noch bis zur Mitte kein großer Unterschied. Ich habe immer den Eindruck, dass das nach den Kämpfen oft erst ein unterschiedliches Ergebnis angezeigt wird. Alle Einheiten sind aber auch mal ein bisschen verwirrend. Also Dorfbewohner ist eine wichtige Zahl, finde ich. Da hat sich jetzt nicht so viel getan, muss man sagen. Ansonsten Anzahl Militär, da sieht man die Schlachten so ein bisschen. Genau. Also hier am Anfang gab es irgendwie mal wirklich diese Verluste von 10 Einheiten Unterschied. Und die bestimmen natürlich so ein bisschen die Initiative danach. Aber ob das jetzt entscheidend war, das sieht jetzt hier nicht so aus, wenn man sich den Verlauf weiter anguckt. Ja, und hier hat halt Hera angefangen, Einheiten zu spammen. Ne? Bogenschützen und schwere Infanterie. Und man sieht halt, dass er halt dafür spät ins Zeitalter gegangen ist, ins dritte. Während halt Mattis einfach hardcore schnell ins nächste Zeitalter gehüpft ist an der Stelle. Er hatte einfach, ne, Hera hatte zu wenig Einheiten, also er hat zwar viele gebaut, das waren zu wenig, um einen Effekt zu erzielen. Und von da hat er seinen Gegenspieler einfach mitgearbeitet, also ne, hochgetaggt. Trotzdem gab es da noch eine große Schlacht und wenn ich mir so angucke, würde ich sagen, dass die große Schlacht sehr viel härter verloren wurde von eben Hera. Obwohl die Bogenschützen noch minimal weniger kosten. Ja, und ansonsten haben sich hier wieder angeglichen, die Armeen neu aufgebaut. Gerade hier ganz gut aufgeholt bei der Armee und dann kam die nächste Schlacht. Ja, also vierte Zeitalter getaggt, also war halt wirtschaftlich immer ein Stück voraus, könnte man sagen. Und Hera hat sich gar nicht mehr das vierte erlaubt, denn dann alles auf All-In gesetzt am Schluss. Ja, und Punkte kann man eigentlich vergessen. Punkt ist immer so lala. Das hat, also hier sieht es richtig aus, aber sehr häufig sagt das auch nichts aus, muss man leider sagen. Technologien können wir noch angucken. Forschungszähler. Klar, aber mehr Forschung, ne? Ist ja klar, er hat ja auch ein höheres Zeitalter gehabt. Ja, das war die Runde, also ein super Spiel, würde ich sagen, von beiden Seiten. Ich glaube immer noch, dass er die Mangen hätte anders anwenden sollen. Aber auf jeden Fall schön, gerade die Mattis-Aktion, insbesondere dieser große Fight mit den zwei Infanterie-Blobs, der eine, der lockt, wo ich auch gedacht habe, was machst du da? Und er hat das nicht gemacht, dann ist die andere in die Basis gelaufen und hat dann eben das Dorfzentrum, das Verbesserte, zerstört. Also das nicht so besser, das Wahrzeichen. Also eine sehr schöne Aktion. Ich habe Mattis schon ein paar Mal beobachtet, also ich bin da ein großer Freund von, wie der spielt. Gefällt mir sehr gut bisher. Trotzdem bin ich überrascht, dass dieses neue Meta vom Sonntag nicht in dem Spiel angekommen ist, dass sie das anders gespielt haben. Ich bin mal gespannt, ob sie das noch ändern bis Sonntag.